Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, willkommen beim FCS-Magazin. Heute mit unserer Nummer 17, Fernold Paledey. Wir haben ja schon mal so ein bisschen gekickt hier. War auch deutlich für dich ausgegangen, muss man sagen. Ja, erstmal wollen wir vielleicht gratulieren. Manuel Seitz ist nämlich Papa geworden. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Glückwunsch erste Kind, ne? Ja, genau. Was kostet das so? Muss man eine Kiste ausgeben, oder? Nö, keine Kiste. Ich denke mal, lieber eher essen. Ja. Vielleicht gehen wir alle zusammen essen und er lädt uns ein. Und ja, das muss er entscheiden, aber... Aber irgendwas gibt es dann schon. Irgendwas kommt auf jeden Fall von ihm. Hast du gestern Champions League geguckt? Ja, nicht alles, aber die rote Karte habe ich gesehen. Rote Karte? Ja oder nein? Nee, meiner nicht, Meinung oder? Nicht. Also wenn du die ziehst, dann musst du ziemlich viele rote Karten ziehen. Ja, schon, also... Wenn du legst deine Messlatte dann, genau, ne? Laut Schiri, also vierten Assistent oder an der Linie, es ist war der Haar gezogen, aber... Ja, also entweder war es der Torrichter oder dem oder der... Ich glaube, das war eher mehr der Torrichter, der hat hinten... Man der dann gesagt gib ihm. Ja. Also die Entscheidung kam ja eigentlich nicht vom Schiedsrichter, also nee. Die Entscheidung kam schon vom Schiedsrichter, aber die Beeinflussung kam ja von jemand anders. Das hat man ja mitbekommen, er hat ja zweimal nachgefragt, genau, nochmal sicher... Ja. Nur dann hast du nach 29 Minuten die Messlatte gelegt für eine rote Karte. Das heißt, das nächste Foul irgendwie von hinten musst du ja fast auch ziehen. Ja, ja, es ist halt. Muss ich dann fast auch schon ziehen. Ja. Also, das ist schon, ich finde es, man muss schon jetzt nicht jede Situation, wenn es jetzt wirklich irgendwas war, wo er ihn jetzt irgendwie so packt oder richtig hochzieht. Oder umschubst oder was weiß ich, ja. Dann ist es okay, aber der ist ja wie ein Streicheln. Also ja. Haare ziehen, wie Fußballer. Da hättest du eine gelbe Karte getan und ein paar böse Worte, dann wäre es vielleicht gut gewesen. Wenn überhaupt. Also wenn überhaupt, ja. Vielleicht musst du die zwei Spiele einfach mal zusammenholen und dann sagen, genau. So, freuen wir jetzt mal ein bisschen langsam hier. Ne? Schade, aber trotzdem. Ja, ich denke, es wird auch keine Sperre geben. Ich bin mal vielleicht gespannt, ein kommt, Spiel, ja. Vielleicht. Weil vielleicht sonst, ein Spiel. Wenn du gar das ist doch ein bisschen was war. Genau, ja. Aber ist schwer zu entscheiden. Also wie viele Spiele er kriegt, muss man nicht machen. Also jetzt so eine rote Karte, weil sowas, wenn man das jetzt sieht oder das auch im Spiel passiert, werden jetzt alle Sachen, wenn man irgendwas macht, wird es dann irgendwie übel genommen oder kriegt man direkt eine rote für unnötige Sachen, obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und ja es ist Champions League, ne? Es ist, genau, es ist das höchste Niveau und das darf eigentlich nicht Es ist kein D-Jugend-Fußballspiel, genau. Ja. Ups, jetzt bin ich hier schon mal runterzurutschen. So, ja, jetzt reden wir aber mal über den FCS. Manuel, wie gesagt, Vater geworden. Das war auch der Grund dafür, dass er im Spiel gegen die Offenbacher Kickers nicht stattgefunden hat. Er ist schon so ein bisschen der Regisseur im Mittelfeld. Hat er gefehlt in Offenbach? Ja, jeder gute Spieler fehlt. Und wir haben es jetzt, dass Manu jetzt ein Kind bekommen hat, erstmal Glückwunsch und dass es alles gesund ist, dass der Frau gut geht, dass es dem Baby gut geht. Und letztendlich im Spiel, wir brauchen jeden. Und klar ist er auf der 6 der Spieler, den wir brauchen, weil er einfach auf der 6 bleibt. Und dann hat man auch schon ein bisschen gemerkt, dass er halt da fehlt. Und ich denke mal, jetzt der Nino Mjotke, der gespielt hat, der hat es auch ordentlich gemacht fürs erste Spiel und ich denke mal, man braucht alle Spieler und egal wer jetzt einen Einsatz hat oder kriegt, muss jeder Vollgas geben und
Und man muss dann 1:1 die Spieler ersetzen können. Und jetzt hat der Manu gefehlt und es war ordentlich. Also der hat es ordentlich gemacht. Ja, und wir reden gleich weiter mit unserer Nummer 17 im FCS-Magazin Teil 2. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, wir sind zurück mit unserer Nummer 17 beim FCS-Magazin Teil 2. Gegen Offenbach, ein spätes Tor, 87. oder 88. Minute von Sebastian Jakob. Das war ein bisschen glücklich gewesen dann nochmal am Schluss, drei Minuten vor Schluss. Der eine Punkt, im Prinzip sagst du, der hat uns gereicht oder das war definitiv zu wenig? Wir wollten auf jeden Fall gewinnen. Wir sind jetzt dahin gegangen, um ein gutes Spiel zu machen und drei Punkte zu holen, weil wir wussten, wenn wir jetzt da drei Punkte holen, sind wir auf jeden Fall von der Tabelle her wieder auf dem zweiten Platz. Und ja, das Spiel hat sich jetzt nicht so ergeben. Wir waren in der ersten Halbzeit, haben wir nicht so viel Fußball gespielt. Und die haben halt natürlich Druck gemacht, weil die halt daheim spielen und unter dieser Kulisse. Und kam aber auch jetzt letztendlich nicht so zu riesen Torchancen. Dann passiert halt in der zweiten Halbzeit so ein Standard, wo der den verlängert. Das ist halt schwer zu verteidigen. Und dann sind wir aufgewacht und haben halt Druck gemacht und wollten unbedingt nochmal das 1-1 machen. Klar haben die nochmal eine Chance zum 2-0 davor und machen sie nicht. Und dann haben wir, denke ich mal, glaube ich, in den letzten 10 Minuten selber noch 3-4 hundertprozentige, wo der Markus Mendler auch den noch vorbeischießt mit links, wo der Jay, weiß nicht, ob es abseits war, nochmal mit dem Kopf kriegt nach dem 1-1. Und letztendlich kann man mit dem Punkt zufrieden sein. Und das war halt ein Charakterspiel, haben wir Moral gezeigt, dass wir auch zurückkommen können. Und intensives Spiel, viele Zweikämpfe, sind viel gelaufen. Und das müssen wir alles mitnehmen für das Spiel jetzt am Wochenende. Und die fußballerische Leistung, dass wir die drauf haben, wissen wir. Aber erstmal, dass wir halt gut stehen, dass wir wieder laufen, kämpfen und das mit dem Ball, das kommt von alleine und da wissen wir ja, was für Qualitäten wir haben und wenn es dann läuft, dann ist es ja eh, läuft es eh von alleine und dann hat man eh mehr Selbstbewusstsein, wenn man noch Erfolge hat und ja, deswegen kann man mit dem Spiel ganz zufrieden sein und mit dem Punkt auch und es ist nicht leicht jetzt, Punkt da zu holen, weil die haben ja, glaube ich, in den letzten 2-3 Spielen haben sie 13 Tore geschossen oder so. Und wir standen eigentlich generell in Offenbach ist es nicht einfach zu spielen. Wir standen gut, wir haben denen jetzt nicht so viele Möglichkeiten zugelassen, dass sie jetzt da 10 Stück hatten oder so. Und fußballerisch waren die ein bisschen besser an dem Tag, aber das ist jetzt, Fußball ist ein Ergebnisspiel und wie es jetzt, wer besser Fußball gespielt hat, dann spielt keine Rolle. Ja, wir reden gleich weiter über den nächsten Gegner. Worms steht nämlich sozusagen vor der Tür im FCS-Magazin Teil 3. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland. Ja, und wir sind zurück beim FCS-Magazin Teil 3 mit unserer Nummer 17 und wir haben schon über Offenbach gesprochen, das ist jetzt Vergangenheit, vor der Tür steht Worms. Die haben 13 Punkte, sind auf Platz 13. Eine ganz komische Tabellensituation, wenn man sich die mal anguckt,
dann ist zwischen Platz 15 und Platz 3, da liegen nämlich genau 4 Punkte, komischerweise, ja. Also das Spiel ja, irgendwie heute, ist, diesmal, jeder kann gegen jeden gewinnen, so sieht's mal aus. Genau, aber es ist halt relativ eng. Ich denke, es ist jetzt 9. Spieltag. Ist eh noch, im Viertel ist schon mal vorbei, ja? Ist eh noch früh und ich denke mal, jetzt am Wochenende daheim zu spielen und 3 Punkte holen, das ist Pflicht und das müssen wir auf jeden Fall hinbekommen und da müssen wir alles dafür investieren, dass wir die dann jetzt ein bisschen Abstand haben, wird dann mit 4 Punkten, wenn wir die besiegen und dann wieder über die nächste Woche dann reden können. Mhm. Ich frage mal ganz ehrlich, ein Viertel der Spielzeit ist vorbei, steht das Ziel Meisterschaft noch? Natürlich, das ist immer vor Augen und wie gesagt, es ist noch früh und jetzt in der Hinrunde müssen wir so viele Punkte holen, wie viel es geht. Und meiner Meinung nach wird eh die Saison entschieden in der Rückrunde und vielleicht die letzten 10 Spieltage. Und klar muss man dranbleiben die ganze Zeit. Man muss Punkte machen, Punkte sammeln. Ja gut, was du jetzt schon nimmst, holt ja keiner mehr ab. Ja? Genau, die hast du, aber man muss trotzdem oben dranbleiben, wenn du das Ziel hast, am Ende dann oben zu stehen, sondern darfst jetzt nicht nachlässig werden und sagen, ja okay, setzen wir alles auf die Rückrunde. Nein, das darf nicht passieren, sondern wir müssen dranbleiben und letztendlich wird man ja nochmal gegen die oben alle spielen in der Rückrunde und ich denke, dann wird sich eh das alles entscheiden, was dann, wie es tabellenmäßig aussieht, ob man oben dann komplett dabei ist mit Abstand oder halt dann irgendwo im Mittelfeld einfach rumtümpelt, rumschwimmt. ohne das Ziel. Ist aber nicht unser Ziel. Das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, am Ende nach 34 Spieltagen umzustehen und hoffentlich einen Aufstieg zu feiern mit allen Fans zusammen. Und wir reden gleich weiter, mein Fanol, im FCS-Magazin Teil 4. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS Automobile und SsangYong im Saarland. Zurück sind wir mit unserer Nummer 17. Ja, der hat nämlich schon viele Einsätze gehabt, 9 Spiele, 7 Einsätze. Ist das okay für dich? Ist das ein guter Schnitt? Ja, ich würde gerne alle machen, aber ja, es war halt ein bisschen Verletzungen dabei. Das hat mich ein bisschen zurückgeworfen und war auch da in dem Moment, wo ich auch gespielt habe, gut in Form. Mhm. Aber auch Tore geschossen und leider so eine kleine Verletzung, die ich jetzt hatte mit den Zerrungen da, die werfen ein bisschen jemanden zurück, weil man spielt dann auch nicht. Man hat dann nicht die Einsatzzeit, da muss man ein bisschen wieder zurückkommen. Und sonst bin ich komplett zufrieden. Also ist alles in Ordnung und will natürlich weitere verletzungsfreie Spiele machen. Und der Mannschaft so viel es geht helfen und dass wir unsere Ziele erreichen. Ja, du bist jetzt schon einer der älteren Truppe, kann man sagen. Ja? Eigentlich im idealen Fußballalter. Wo siehst du dich denn in 2 Jahren? Natürlich ist es für jeden Ziel, egal welcher, was für ein Jahrgang oder wie alt oder wo er Fußball spielt, ist es das Ziel, immer am höchsten zu spielen oder so, wie es geht. Und ich bin jetzt ein bisschen älter und weiß, im Fußball ist es schwer. Allgemein jetzt, wenn man älter wird, umso schwieriger wird es irgendwo nochmal jetzt oben anzupacken. Und ich denke mal, für mich ist es erstmal ein Ziel, dass wir hier aufsteigen. Das wäre erstmal das erste Ziel für mich. Und der Rest, was in 2 Jahren ist, keine Ahnung. Also ich schaue, was morgen ist, was übermorgen ist und nicht, was in 2 Jahren ist, weil so bin ich immer als Typ. Und wenn in 2 Jahren dann so ist, dass ich wieder höherklassig spiele, natürlich, da freue ich mich. Dann bin ich wieder oben, am liebsten halt mit Saarbrücken. Und das sind die Ziele. Und sonst kann ich nichts über, was in 2 Jahren ist, was weiß ich. Vielleicht verletze ich mich in 2 Jahren und dann muss ich jetzt irgendwas machen. Keine Ahnung. Da kann ich leider nichts dazu sagen, sondern ich sage, was morgen ist, was am Wochenende ist, dass wir da das Spiel gewinnen und sonst über was in 2 Jahren ist. Okay, dann nehmen wir es mal als versprochen an, dass am Wochenende werden wir sehen, was in 2 Jahren ist. Und da bin ich halt, ich bin kein Träumer. Ich sehe es alles realistisch, wie es ist, was passieren kann, was kommen kann. Und wenn es so sein sollte, dass jetzt irgendwie in 2 Jahren, dass wir 2. Liga spielen,
Warum nicht? Nimmt jeder an. Okay. Vielen Dank, Fanny, für deinen Besuch bei uns im Studio und viel schön. Glück am Samstag gegen Worms. Vielen Dank. Das FCS-Magazin wird präsentiert vom Autohaus Deckert, Ihrem Partner für Peugeot, Citroën, DS-Automobile und SsangYong im Saarland.